ist speziell die erste Halbzeit ist nicht zu erklären, wie wir so einen Auftritt hingelegt haben. Danach haben wir uns eigentlich zurück ins Spiel gekämpft, haben, glaube ich, auch das Spiel offen geschaltet, haben gebissen, gefightet, was die Fans jetzt sehen wollen, was auch unser Anspruch ist. Aber das Spiel verlieren wir durch einen Standard, den wir wieder herschenken, das Spiel. Das ist das Ärgerliche heute. Ja, das kommt dazu, dass der Gegner dann auch Sicherheit irgendwie hat, im Spiel ist und dann mit der ersten Aktion, dass das Tor macht. Und das trägt zur allgemeinen Sicherheit nicht wirklich bei. Und dann hat sich das wie ein Faden durch die erste Hälfte gezogen, aber wir haben uns da trotzdem rausgekämpft, rausgearbeitet, aber sind wir wieder ohne Punkte dann. Ja, wenn ich dafür Worte hätte, dann würde ich jetzt sagen, das ist unfassbar. Wir nehmen uns so viel vor, wir wollen den Bock endlich mal umstoßen. Dann kommen so erste 45 Minuten raus. Ich weiß nicht warum. Wir haben vielleicht ein bisschen Angst, dass man zu früh in Rückstand gerät. Das passiert dann. Und dann zweite Halbzeit, denke ich, hat man gesehen. Wir standen mit dem Rücken zur Wand und haben gesagt, wir müssen jetzt einfach was zutrauen. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Und ich denke, man hat es gesehen. Dann sind wir so ein Standard wieder unnötig in Rückstand, rennen wieder an. Und dann steht das Glück momentan hier auf unserer Seite, aber ich glaube nicht, dass es viel mit Glück zu tun hat. Ich glaube, jeder hat die Qualität. Wir müssen es ja versuchen, über 90 Minuten auf den Platz zu kriegen. Und so ist es einfach zu wenig. Am Samstag ist das nächste Spiel und da muss am Morgen voller Fokus drauf sein, weil so kann es auf jeden Fall sein. Abstiegskampf. Ich glaube, wir haben seit diesem Spiel nicht mehr gewonnen. Ich glaube, seitdem sind wir im Abstiegskampf und ich glaube, jeder weiß, aber auch Abstiegskampf ist immer so Floskeln. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir müssen jetzt unsere Leistung bringen, unsere Punkte holen. Da ist Abstiegskampf oder ist mal egal, wir müssen unsere Leistung bringen, dann kommen auch die Punkte wieder.